Warum gibt es fast nirgendwo auf der Welt eine Vermögenssteuer? Und warum wird, wenn es sie schon gibt, sie schon gar nicht auf Betriebe angewandt? Die Antwort ist ganz einfach. Die Betriebe haben ja einen bestimmten Wert. Der wird dann versteuert mit einer Vermögenssteuer. Aber um das bezahlen zu können, muss der Betrieb das aus laufenden Erträgen leisten. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein paar gute Kurse gemacht, du bist durchgestartet, du hast ein Unternehmen mit 35 Mitarbeitern. Das Finanzamt sagt dir dann, weil es ja dein Unternehmen schätzt, dein Unternehmen hat einen Wert von 3 Millionen. Jetzt sagen wir mal, du machst mit deinen 35 Mitarbeitern 4 Millionen Umsatz und du erzielst in einem guten Jahr 5% Gewinn. Das sind dann 200.000 Euro Gewinn. Jetzt musst du, bitte rechne mal mit, damit du das Ganze wirklich tief verstehst. Wenn du jetzt 1% Vermögenssteuer auf den Firmenwert zahlen müsstest, 3 Millionen Firmenwert, 1%, 30.000. Wenn du aber 200.000 Euro Gewinn machst, kannst du 30.000 von den 200.000 zahlen. Ist nicht schön, aber es würde dein Unternehmen nicht gefährden.